Vor ein paar Tagen bin ich typischen Bewerbungsgesprächfragen gegenüber gestanden. Was sind die grössten Sachen, die du im Leben erreicht hast? Wo willst du in 5 Jahren sein? Und was ist etwas, wo du stolz drauf bist? Und weißt du was? Ich habe nicht gewusst, was antworten. Es ist mir mega eingefahren. Ich habe zu wenig erreicht. In meinem Kopf habe ich mein ganzes Leben wie einen Film nochmal durchgespielt. Übergewichtig, mittelmässig in der Schule, ein Job, der mich nicht erfüllt und ein Lohn, der niemals mein ganzes Potenzial erfüllt. Jeder Aspekt von meinem Leben ist genau der gleiche. Durchschnittlich. Das hat mich aufgerüttelt. Ich bin 27 und immer noch nicht dort, wo ich will sein. Nicht einmal in der Nähe. Und das Schlimmste, ich habe mit meinem jüngeren Bruder geredet und ihm gesagt, dass ich wieder mal probieren wollte, Gewicht zu verlieren. Und seine Antwort war: Und dann hörst du nach 2 Monaten wieder auf, oder was? Das ist mir eingefahren. Er ist meinen jüngeren Brüdern jemand, der eigentlich müsste zu mir aufschauen müsste, jemand, den ich inspirieren könnte. Aber er glaubt überhaupt nicht an mich. Also habe ich mich entschieden, ihm zu zeigen, dass ich es doch schaffe, Kontrolle zu übernehmen und endlich meine Ziele umzusetzen. Ich habe einen Discord-Server erstellt, wo ich werde zeigen, was ich mache, zum sicher gehen, dass ich das mal nicht aufgebe und meine Self-Improvement-Journey, meinen Self-Improvement-Weg zu teilen. Wenn du auch auf Self-Improvement bist oder wenn du einfach neugierig bist, dann komm doch auf den Server. Dann wir uns zusammen supporten, zusammen lernen und unsere Goals zusammen, unsere Ziele zusammen erreichen. Ja, es geht in diesem Post vor allem darum, dass man nicht durchschnittlich sein will. Und für das ist es vielleicht mal gut, sich klar zu werden, was das überhaupt bedeutet, durchschnittlich zu sein. Die meisten Leute, alle Leute sind entweder überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Und der Punkt ist, wenn du überdurchschnittlich sein willst, dann musst du Sachen machen, die strenger sind, die mehr Energie brauchen, mehr Überwindung brauchen, als das, was der Durchschnitt der Leute macht. Das heisst zum Beispiel, wenn der Durchschnitt der Leute in der Woche 3 Bier trinkt, aber du trinkst kein Bier, dann bist du wahrscheinlich über dem Durchschnitt. Weil es braucht mehr Energie, mehr Überwindung, kein Bier zu trinken, als 3 Bier. Etwas anderes, was mir bei diesem Post auffällt, ist, dass er davon redet, dass er nicht dort sei, wo er müsste sein. Und die Frage ist ja, wo müsstest du sein? Was ist das Ziel, das du willst erreichen? Oder ist das nicht einfach eine Anforderung von der Gesellschaft, dass du denkst, die Gesellschaft erwartet, dass du dort müsstest sein? Und in diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch wichtig, dass du dir mal vor Augen führst, dass du 27 bist. Und ein Mann. Und dass die meisten Männer davon berichten, dass sie mit 35 bis 45 ihre Peak haben, also ihre beste Zeit. Und am Anfang, so wie sie dem Post tönt, bist du schon länger auf Self-Improvement, wird sich so anfühlen, als würdest du dich fast nicht verbessern und es geht extrem langsam. Und irgendwann erreichst du den Punkt,
wo es plötzlich abgeht und du dich richtig stark verbesserst. Ein anderer Satz, der mir in diesem Post aufgefallen ist, ist, dass du davon redest, dass du deine Brüder inspirieren willst. Und ich finde das sehr ein nobles Ziel von dir. Aber in diesem Satz sagst du auch, dass du musst, dass es erwartet wird von dir. Und das denkt mich eine falsche Annahme, es wird gar nicht von dir erwartet, du bist einfach. Du existierst einfach. Der Druck, dass du etwas musst, dass es von dir erwartet wird, das setzt du dir selber auf. Lebe doch einfach dein Leben, weil in 200 Jahren sind alle Leute, die jetzt leben, tot und niemand wird sich mehr an uns erinnern. Also mach doch einfach das, was du machen willst und nicht, weil du das Gefühl hast, du müsstest es machen. Etwas, was ich auch sehr gut finde an deinem Post, ist, dass du eine Community erstellt hast und Leute suchst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Das kann natürlich motivieren. Weil du trägst eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Leuten, auch wenn es nur online ist, deine Ziele wirklich umzusetzen. Und aus dem gleichen Prinzip habe ich auch eine Community erstellt. Da kannst du zum Beispiel mehr Fragen stellen und ich teile dir meine Gedanken zu deiner Frage. Und wenn du die Community joinen willst, dann schau dich mal den Link in der Videobeschreibung an.